Mahlzeit! Gordon, ich bin Alex. Hey Gordon, wir sind heute irgendwie ganz woanders. Was machen wir heute? Genau, heute haben wir eine spezielle Episode. Wir haben ein Challenge vom ICE Hong Kong Intercultural Education gekriegt. ICE ist eine Organisation aus Hongkong, die die Menschen aus verschiedenen Ländern verbindet, um denen die ganze Welt besser zu kennen. Genau. Einer der Gründer des ICE kommt aus Deutschland, wohnt in Hongkong. So wie wir kommen aus Hongkong, leben in Deutschland. Deswegen haben wir eine Idee bekommen, dass wir ein Austauschprogramm machen mit dem Thema Weihnachtsessen zusammen zu machen. Wie ihr wisst, ist das Weihnachten ein westliches Fest, deshalb bei uns gibt es eigentlich nicht so richtiges traditionelles Weihnachtsessen. Jedoch sind das neues Jahr genauso wichtig wie das Weihnachten für uns. Bei solchen Festen, Weihnachten, neues Jahr, geht ja nur um ein großes Thema, die Zusammenhalt der Familie. Deshalb haben wir heute das beste Beispiel aus unserem Esskultur, das stark mit diesem Thema verbunden ist, mitgebracht. Und zwar der Feuertopf. Was ist der Feuertopf? Wie funktioniert das und wie kann man es vorbereiten? Jetzt zeigen wir euch! Bei Feuertopf ist die Suppe am wichtigsten. Ohne eine gute Suppe geht gar nicht. Heute machen wir eine Basic-Version, und zwar die Rinderknochensuppe. Wir fügen zuerst kaltes Wasser hinein, lassen es 3 bis 5 Minuten kochen, damit das Blut und den Schaum rausgezogen werden. In China gibt es viele verschiedene Arten von Feuertopf. Zum Beispiel im Norden Peking isst man ganz oft mit Lammsuppen. In Sichuan isst man gern mit Schaf. Und was wir heute machen, ist eine Zuhause-Version. Wir haben alles vorbereitet, von Fleisch, verschiedene Gemüse und ein bisschen Meeresfrüchte. Und jetzt zeigen wir euch, wie man beim einzelnen Lebensmittel vorbereiten kann. Zuerst schneiden wir die Zutaten für die Suppe. Brauchen wir gar nicht so viele Sachen. Ein paar Ingwerscheibe und einiges Sichuanpfeffer. Wenn du es nicht hast, geht auch ohne. Jetzt geben wir wieder kaltes Wasser in den Topf und die Zutaten hinzufügen. Mit kleiner Flamme 90 Minuten. Wir haben im Supermarkt ein paar ziemlich gute und frische Venusmuscheln gefunden, aber beim solchen Muscheln enthält relativ viel Sand. Um den Sand von den Muscheln rauszumachen, müssen wir sie alle in kaltes Salzwasser für mindestens 30 Minuten lassen. Jetzt kommen wir erstmal zu der Fleischkategorie. Ich habe 2 Stücke Hühnerkeule gekauft, schneiden wir sie als Scheibe. Außerdem habe ich auch gutes und günstiges Lammfleisch in einem türkischen Markt entdeckt. Das hier ist die Lammkeule. Allgemein bei Feuertopf sollen wir das Fleisch immer so dünn wie möglich schneiden. Das hier ist ein Stück Lammrücken. Das war ein Experiment für mich, weil das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich muss sagen, das Ergebnis war erstaunlich. Und nun zeige ich euch ein besonderes mariniertes Rindfleisch. Es ist sehr lecker und wird sehr zart. Wir sollen ein Rumpsteak als Scheibe schneiden, sowie ein bisschen Lauchzwiebel einfach klein hacken. Ein Glas Sprudelwasser zu dem Fleisch gießen und warten für ungefähr 20 Minuten. In der Zwischenzeit kommen wir zum Gemüse. Romanesalat, Chinakohl. Theoretisch sind alle Gemüse möglich. Hier sind nur ein paar Empfehlungen von uns. Tofu. Kartoffel als dünne Scheibe schneiden. Ein Stück richtig in 2 Hälften schneiden. Die Hälfte davon als große Stücke schneiden. Ich sag euch später, womit brauchen wir sie. Und die andere Hälfte als dünne Scheibe schneiden. Nach 20 Minuten sollen das Fleisch in sich sehr viel Wasser aufgenommen. Je mehr das Rindfleisch in sich Wasser aufnimmt, desto nach dem Kochen nicht zu trocken wird. Und wir marinieren das Fleisch mit 1 Teelöffel Shaoxing-Kochwein, 2 Teelöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Dunkelsojasauce, 1 Esslöffel Oystersauce, eine Prise Zucker, ein Eiweiß.
Immer schön in eine Richtung rühren. Ein Esslöffel Wasser mit Kartoffelstärker. Die gehackte Lauchzwiebel. Zwei Teelöffel Sesamöl. Und am Ende noch zwei Esslöffel normales Öl. Am besten marinieren wir das Fleisch über Nacht, deshalb habe ich einen Tag davor schon das Fleisch schön vorbereitet. Einige Fischbällchen und Surimi sind sehr beliebt bei uns zu Hause. Garnelen, Udon oder andere Nudeln, die geschnittene Gemüse und verschiedene Pilzen. Jetzt schneiden wir ein paar Lauchscheiben. Zusammen mit der Rettichstücke. Dazu noch einige Fenusmuscheln. Wohin? Nach 90 Minuten Kochzeit ist die Suppe so schön geworden. Aber ich möchte es noch besser schmecken. Deswegen tun wir die Fenusmuscheln, Lauch und Rettichstücke hinein. Und wir lassen es noch 30 Minuten in kleiner Flamme kochen. Und zum Schluss, was ganz wichtig ist, ist auch die Dip-Soße. Wie gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Feuertöpfe und dazu auch sehr viele verschiedene Dip-Soße. Deswegen machen wir heute auch ein paar verschiedene Dip-Soße dafür. Wie macht man das? Zeige ich euch. Es gibt quasi 1000 verschiedene Varianten, wie man die Dip-Soße machen kann. Hier sind zwei kleine Improvisationen von mir. 3 Teelöffel Sesampaste, bisschen Knoblauch, ein Teelöffel Oystersoße und etwas Koriander. Und jetzt die zweite, eine scharfe Soße, ein Teelöffel Satépaste, bisschen Chili und Lauchzwiebel, etwas Sesamöl, bisschen Sojasauce und zum Schluss bisschen Knoblauch. Jetzt nach 2 Stunden ist die Suppe endlich fertig. Schau mal, wie schön es ist. Zum Schluss ein bisschen Salz dazugeben. Tada! Unser Feuertopf ist fertig. Sieht schon ganz lecker aus, oder? Zu kompliziert ist ja auch nicht. Ich habe so große Hunger, ich kann nicht mehr warten. Ich auch nicht. Na dann, guten Appetit! Und nun, wie essen wir das? Noch einfacher gibt's nicht. Du tust zum Beispiel ein Stück Fleisch oder Fischbällchen in die heiße Suppe hinein, warte bis sie gar. Dann nimm sie raus, in die Dipsoße reindippen und dann essen. Wenn unser Video dir gut gefällt, interessant findest oder so schon gut geschmeckt, dann bitte auf Likes klicken. Wenn du Bock hast, uns ein bisschen Feedback geben. Aber Hauptsache abonnieren. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video bei Lauchs Küche. So, we just had a fantastic hot pot dinner. And now we shout out to Till from ICE Hong Kong to make us some traditional German food for us in your next video. So much looking forward to seeing it. Good luck for that. Ciao. See you. Hi, danke für das Vorstellen. Falls ihr euch dafür interessiert, was so ein Deutscher hier in Hongkong macht, oder falls ihr über die Welt lernen wollt, von allen Ländern, die es auf der Welt hier gibt, dann bitte folgt uns und kommt zu ICE Intercultural Education.